Es wird knallen. Egal, wer zurückkommt, außer eine Person. Liebe. Ich bin von dir enttäuscht, sag ich dir ehrlich. Ne? Ich verliere nicht mein Gesicht für zwei Hampelmänner. Gerade nervt er mich und das ist einfach sehr inszeniert. Richtig übel. Du bist schon mittlerweile. Es werden immer Allianzen gebildet. Das ist jetzt wirklich der Pakt der Teufelin. Jetzt ist hier Feierabend. Und? Kann ich ein Handtuch haben? Moment mal, erstmal mache ich meine Augen, ja? Das sagt alles aus über einen Menschen. Willkommen zu Folge 7 von Kampf der Reality Stars 2023. Ich war schon sehr traurig so, ne? In meinem leeren Bettchen. Ja, der hat gefehlt, ne? Nee, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Paul ist nicht für mich aus der Welt, sondern nur aus dem Format. Ich muss mich aber auf mein Ziel fokussieren. Take your time. Ja. Oh, ich muss den Scheiß hier gewinnen. Ich muss den Scheiß hier gewinnen. Ich will den Scheiß hier gewinnen. Und ich werde den Scheiß hier irgendwie gewinnen. Na gut, ne, die Erfahrung zeigt uns ja, dass Paul nie lange weg ist. Andererseits wird es natürlich auch langsam knapp mit Formaten, in denen er noch auftreten kann. Wenn man ihn jetzt nicht doch noch irgendwie bei Adam sucht Eva unterbringen kann, könnte man ihm vielleicht einfach einen Pony kaufen und ihn in Kabase unterjubeln. Oh, da kommt jemand! Ah! Weil es ja meistens immer sehr, sehr spektakulär, was da so an den Strand gespült wird. Auf nur halb und halb. Ich bin Lukas Charles Baltrischard. Ein paar von euch kennen mich vielleicht aus der letzten Bachelorette-Staffel. Da bin ich im Finale ausgeschieden. Ah, Bachelor. Red. Red. Ich hab noch nie so einen großen Koffer gesehen. Ich meine, irgendwo müssen sie freundlich zu mir sein, weil ich darf noch was entscheiden. Ne? Tja, man weiß nicht, was schlimmer ist. Die Zweitplatzierte vom Bachelor musste auf eigene Kosten nach Dubai reisen, was wirklich nicht schön ist. Der Zweitplatzierte der Bachelorette wird auf RTL-Kosten nach Thailand geflogen, muss da allerdings mit Sarah knappig unter einem Dach leben. Kaum ist einer aus dem Bachelor-Universum raus, kommt schon der nächste rein. Und klar, dass sich Eva besonders darüber freut, kann sie endlich ihren 300. Versuch starten, jemanden hier aus der Show zu verführen. Es kommt jemand! Geht weiter! Die tolle Szene. Sieht ein bisschen aus wie Luna, ne? Wow, das ist eine Erscheinung. Wie schön kann man da nur sein? Mein Name ist Annette. Man kennt mich, ich denke, von DSDS. Ich habe das 2014 gewonnen. Ganz aus dem Fernsehen ist Annette aber ja nicht verschwunden. Das ist höchstwahrscheinlich kein Witz. Wenn sie Glück hat, wird ihr Name nämlich bald bei Wer wird Millionär fallen. Nämlich dann, wenn es mal wieder jemand zu 1 Million Euro schafft, der dann die Frage beantworten muss, wer hat DSDS 2014 gewonnen? Weiß ich nicht, Digga. Bei DSDS, wir haben auch so Kameras gehabt, aber da ging es um das Singen. Nein! Gotta fly! Und hier geht es so wirklich über Personality, so wer bist du? Du singst auch viel, ne? Versuche ich, ja. Ja, mach! Aber ich bin die bessere Beyoncé. Und kennst du irgendjemanden von den ganzen Leuten? Ich denke, dich habe ich irgendwo gesehen. Ich glaub, wir haben uns bestimmt beim Zahnarzt gesehen, Schatz. Das war auch wie schön, auch eine Gleichgesinnte, die auch auf Perlweiß-Werbung steht. Ich bin mir auch sicher, dass Annette den Matthias kennt. Denn als sie 18 ihrer 20 geplanten Auftritte absagen musste, und das muss man erstmal schaffen, da haben viele Veranstalter gesagt, sie würden lieber dreimal summ, summ, summ hören, als auch nur einen Auftritt von Annette. Also, alles klar, jetzt wissen wir auch, warum Annette nicht wirklich viel Erfolg hier im Showbusiness hatte. Sie denkt nach 9 Jahren in dem Geschäft, dass Personality irgendwo dort eine Rolle spielt. Oh la la, was ist denn hier schon wieder los? Doch, das waren noch nicht alle Einzüge. Krass. Wow. Annette und Lukas, wir brauchen eine objektive Jury, die darüber richten wird, wer heute ein Comeback feiert. Ich. Es wird knallen. Bitte kommt jetzt sofort ins Redaktionsbüro und entscheidet. Ein Zurückholen, den man eigentlich nicht mehr haben wollte, das ist ja ein relativ beliebtes Prinzip im deutschen Fernsehen. Und so darf ja auch Nino D'Angelo zuverlässig einmal im Jahr im Fernsehgarten auftreten. Und unsere Sarah prophezeit, es wird knallen. Und wenn sie herausfindet, dass keiner der Kandidaten 8000 Euro dafür bezahlen musste, um wieder hier in die Sendung zurückzukommen, dann wird es sogar doppelt knallen. Also mir ist ehrlich eigentlich egal, wer zurückkommt, außer eine Person. Tut mir leid, ich spreche es auch ganz offen aus. Ja, ich auch. Daniel, den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt hier. Ich habe nichts gegen Emmy. Ich weiß auch, aber wenn sie kommen, dass ich wahrscheinlich dann gehen muss. Wahrscheinlich werden einige Bomben hier platzen. Er muss noch ein bisschen Pfeffer wieder drin auch. Richtig toll, dass Eva die Zeit gefunden hat, dieses Statement zu Emmy hier in die Kamera zu sprechen. Eigentlich war sie ja, nachdem sie diese Nachricht gehört hat, den kompletten Tag am Strand
und hat mit Muscheln Welcome back, Paul, in den Sand gelegt. Eines ist natürlich auch klar, wenn die Kandidaten aus der Saale entscheiden könnten, wer zurückkommt, dann würden sie natürlich den Money nehmen. Allerdings ist er gerade so damit beschäftigt, bei Kathy Hummels das Playboy-Update zu installieren. Er hätte leider überhaupt gar keine Zeit für die Sendung. Welche beiden Reality-Stars gewinnen ein Comeback? Hallo, Hallöchen, liebe Jury, liebe Neuankömmlinge. Liebe Jury. Ich habe definitiv eine Rechnung offen. Ich war immer zu lieb, weil jetzt komm nicht auf mich rauf. Aber das werde ich jetzt euch zeigen. Ich mag ja Leute, wo ich lachen kann. Es gab keine Begründung und ich würde wahnsinnig gerne noch mal reinkommen können, damit es eine Begründung gibt. Ich habe eine sehr harte Schale und ich glaube, die muss ich mal ablegen. Sympathisch. Eines muss man Julia auf jeden Fall lassen. Ich möchte wieder rein, um euch einen Grund dafür zu geben, mich rauszuschmeißen. Das zeigt, dass sie Trash-TV liebt. Und es klingt ja auch viel besser als ich möchte wieder rein, weil hier draußen muss ich die Zigaretten selbst bezahlen. Also, wir haben schon mitbekommen, sollte Emmy zurückkommen, müssen sich hier wahrscheinlich einige übergeben. Unklar ist dann halt allerdings nur, ob es an Emmy liegt oder ob in der Saale einfach Tourplakate von Sarahs Rap-Konzerten aufgehangen wurden. Stellt euch vor, weil Emmy, ne, sie ist ja gar nicht so schlecht gewesen für die Show, das wissen wir alle. Wenn sie beispielsweise zurückkommt, du Leute, dann ist hier Bambule. Rambazamba. Worst case scenario für mich, dass jemand zurückkommt und uns Feuer unterm Arsch macht. Das ist ja ziemlich bescheuert. Vier der Bewerber dürfen Anetta und Lukas noch etwas näher kennenlernen. Mani. Tut mir leid, Bro. Tim, wir haben die Vibes nicht gefühlt. Genau. Achso, übrigens, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, warum man Tim Sand keine zweite Vorstellungsrunde zugestehen wollte. Es ist immerhin zu befürchten, dass er sein zweites Bewerbungsvideo mit Musik seiner Verlobten unterlegen würde. Tims Comeback-Versuch ist schon in der ersten Runde gescheitert. Endlich was Neues, was er mit seiner Annemarie gemeinsam hat. Wir machen hier gleich weiter. Lasst aber jetzt einfach schon mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr keinen Trash mehr. So. Weiter geht's. Ich hatte gar keine Ahnung, was mich hier erwartet, weil ich nicht aus dem Reality-Business komme. Was würde dein Mission sein in der Saale? Mein Mission? Liebe ist immer meine Mission. Wer bist du? Welchen Fehler hast du gemacht? Ich habe gar keinen Fehler gemacht. Ich habe jetzt niemanden beleidigt oder so, aber bei mir wurde auch alles so extrem auf die Goldwaage gelegt. Also sie habe ich verfolgt damals. Von ihr war ich Fan. Gut, dass du warst. Liebe ist immer meine Mission. Aufkleber mit diesem Spruch sind übrigens auch im Wahlkampf-Merchandise-Shop von ihm hier erhältlich. Also zwei Menschen, die dich in einem Raum ohne Fenster interviewen, weil du unbedingt wieder vor die Kamera möchtest. Emmy dachte, sie hätte die Zeit der Casting-Couchers längst hinter sich gelassen. Wir können ehrlich gesagt für die beiden nur beten, dass die Sache schnell vorbei ist. Wir haben schon gesehen, wenn Emmy sich voreinschleimt, dann fasst sie die Leute immer so intensiv an, am Ende rechnet die das noch als Tantra-Massage ab. Falls ich wieder reinkomme, ich werde nur ein Ding zu Sarah sagen. Honey, you need a doctor and don't speak to me. Sie scheint nett zu sein. Und dann auf einmal einer Rauswurf. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Wir hoffen natürlich, dass die Neuen, oder besser gesagt die Alten, die jetzt zurückkommen, keine Macht haben und jemanden direkt rauskicken können. Percys Ankündigung, das klingt irgendwie ein bisschen gruselig. Fast so, als hätte jemand einen Auftritt von Maite Kelly angesagt. Alle haben jedenfalls ein Comeback-Motto, den Arsch hochkriegen hier. Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, also ist das noch Kampf der Reality-Stars oder doch schon jeder erste Freitag im Monat, wenn Jamila Rowe bei Dr. Mang aufschlägt. Ich bin echt saugespannt. Und wann kommt die Person? Ehrlich gesagt, kommen Sie gleich. Kommen Sie gleich. The bitch is back. I am back! Freut ihr euch? Saka muss vor Glück gleich brechen. Oh my God! Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Herzlich willkommen zurück. Danke. Kindergarten, Alter, was für ein Quatsch, die da. Die, kommen die zwei rein, Emmy und Percy, und alle so, hey, toll, bla bla. Was ist das? Emmy und Percy, das schrägste Duo seit Jenny und Mel. Also, aus allen Kandidaten, die zur Verfügung standen, haben sich die beiden ausgerechnet für Emmy und Percy entschieden. Sagen wir es mal so, diese Entscheidung ist fast so sehr ein Griff ins Klo, wie die von Mama Iris, den Papa Peter alleine nach Australien fliegen zu lassen. Ich wollte am liebsten natürlich jetzt zum Beispiel die Eva auch nicht begrüßen und umarmen. Hätten alle gedacht, ich komme wieder mit der Krawallintention rein. Und genau das habe ich halt nicht gemacht, weil sonst wäre blöd. Wie geht's dir? Konntest du gut im Bett schlafen? We're not talking now. Okay. Er ist böse auf mich. Gerade nervt er mich einfach mit dieser Show. Ich finde das einfach sehr inszeniert, ehrlich gesagt.
Also, da haben sich die Kandidaten jedenfalls sehr verschätzt, als sie dachten, mit Julia wäre auch die dicke Luft hier vom Strand verflogen. So, also, die Freundschaft zwischen Sarah und Percival hat sich offensichtlich erledigt. Absolutes Glück für uns. Sarah hatte nämlich schon mit dem Gedanken gespielt, mit ihm gemeinsam eine Single aufzunehmen. Ich habe viele Seiten und die werde ich jetzt alle rausholen und mir noch mehr seine Zeit krallen damit. Ich bin auserzählt, wenn ich es sage. Ich möchte keine Emmy hier erleben, die jetzt so everybody's darling ist. Weil everybody's darling ist everybody's Arschloch. Ich bin von dir enttäuscht, sag ich dir ehrlich, ne? Wieso? Das um den Hals fallen, als hättest du eine Freundin hier wieder zurückgewonnen, das ist kompletter Schwachsinn. Warte. Nein, das ist kompletter Schwachsinn. Nein, lass mich das doch erklären auch. Mir hat sie leid getan. Das ist Quatsch. Die haben jetzt alle Arschflattern, dass sie die Macht haben und jemanden rauskicken. Und wenn es dann so ist, dann ist es so. Aber ich verliere nicht mein Gesicht für zwei Hampelmänner, nur dass ich eine Runde oder eine Sendung weiterkomme. Da hat Serkan vollkommen recht. Bei einem Hampelmann einschleimen, um weiterzukommen. Das wollen wir hier nicht sehen. Wir sind doch schließlich hier nicht beim Bachelor. Serkan ist total genervt und findet, die haben ja eine Schraube locker. Entschuldigung, lieber Serkan, aber Emmy hat wirklich in so vielen Formaten zuvor erfolgreich an sich rumschrauben lassen. Das kann also nicht sein. Ein Blick in den Spiegel genügt vielen Reality-Stars schon, um glücklich zu sein. Wer ist der selbstverliebteste Star? In der Sala. Wenn ich nicht auf Platz 1 stehe, Dann ist hier irgendwas stark verfälscht. Boah, ich sehe mich bei dem Ranking, ganz ehrlich, sehr weit vorne. Ist ja die Mangiapane, die Böse, die Hexe, die Cruella, die Ursula der Meerhexe, diese ganzen Sachen. Na, übertreib er jetzt, übertreib nicht gleich, Frau Knappig. Die glauben doch eh alle, dass ich das selbstverliebteste Arschloch hier drinnen bin. Ey, also nein, wer würde denn bitte sowas behaupten? Matthias soll selbstverliebt sein? Das kann ich mir allein schon deswegen nicht vorstellen, weil bei dem, was er vor der Kamera so zeigt, dürfte selbst er Schwierigkeiten haben, irgendwas Liebenswertes zu finden. Und die Blicke sind eindeutig. Schon wieder so ein Ranking-Spiel. Könnte es nicht hier einfach auch mal eine Prüfung sein wie im Dschungelcamp? Irgendwas vielleicht mit Unterwasser. Immerhin sind die ja alle sehr gut darin geübt, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Wer ist uneigennützig wie Mutter Teresa? Ja. Wer ist denn Mutter Teresa? Die alles gibt, die dir alles geben würde. Mit das letzte Hemd. Und die Person ist dann so, die alles nimmt. Also neben Matthias würde ich Emmy machen. Serkan sagt ja auch, ist ja auch ein Influencer, dass er nur von, ey, ich bin der Beste, ich bin geil, ich finde mich so super, ich bin die Nummer 1. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr selbstverliebt bin. Ne? Ich bin ja auch hier immer so, ich kann alles. Sag, guck mal Leute, ne? Der Nico hält sich zwar jetzt hier zurück, aber auch er kennt Mutter Teresa. Das sieht man an seinem wissenden Nicken. So nennt sich nämlich auch seine favorisierte Webcam-Darstellerin. Und auch die gibt immer ihr letztes Hemd. Und direkt nach der Sendung hat man Emmy natürlich ein Foto von Mutter Teresa gezeigt. War ein bisschen schwierig, weil bis Emmy erfahren hat, dass sie nicht mehr lebt, dachte sie nämlich, ey, die ist garantiert eifersüchtig auf sie, weil sie viel jünger ist und auch viel besser im Bikini aussieht. Matthias, Platz frei geht an dich. Wer mich wirklich kennt, der würde mich, glaube ich, wirklich sehr weit hinten einschätzen. Auf Platz 1 ist Emmy. Ich bin selbstverliebt und ich liebe es. Nein. Gib dich jetzt in die Starbucks, um dich in Schale zu werfen. Nein. Ich liebe mich. Das ist das beste Geschenk, was ihr mir machen konntet. Danke, jetzt fehlt nur noch dasselbe mit, ich hasse Menschen. Dann ist meine Kollektion komplett. Und es gibt auf dieser Welt nur mich, 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 mich und mich. Irgendwo am Starnberger See geht gerade Claudia Effenberg in ihr Ankleidezimmer, nur um sicherzustellen, dass ihr Lieblingsshirt und ihre Lieblingsmütze noch da sind. Ah, hier ist was schiefgelaufen. Die Fahne hat nämlich leider die falsche Farbe. Jeder Ex-Freund von Emmy hätte ihr nämlich keine grüne, sondern eine riesig große Red Flag in die Hand gedrückt. Muss ich ganz kurz mit dir reden? Ja. Ich bin nicht berechnend, aber... Es ist ein Muss, um dazu zu gehören. Hier sind viele, die so lange hier sind und so viel ausgehalten haben. Und es werden immer Allianzen gebildet. Ich hab Bock, dass wir hier weiterkommen. Ja, ich auch. Wir sind 14 Leute, ja? Und jetzt fängt der Kampf an. Das kann man jetzt nur schaffen, wenn man eine Allianz bildet. Ich sehe jetzt keinen, so hart wie es klingt, aber keine Peggy, kein Nico oder auch kein Jay im Finale. Ja. Weil ich finde einfach, dass uns das einfach irgendwo zusteht. Also wärst du dafür, dass man sowas macht, dass man eine Allianz bildet? Ich bin sowieso dafür. Okay. Hier sind 14 Leute und jetzt fängt der Kampf an. Wenn in der Kantine nur noch 12 Schnitzelbrötchen in der Auslage liegen, einem Kerl auf die Toilette folgen, um eine Absprache zu treffen. Also ganz großen Respekt, sie machen nämlich genau das, was Photoshop bei Emmys Profilfotos auch machen muss, Überstunden. Eigentlich sollte ich
sehr vorsichtig sein mit dem, dass ich überhaupt jemandem vertraue. Auch einer Sarah, weil die halt wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Wen würdest du noch dazu holen? Eva? Ja, ich auch. Matthias? Ich auch. Jenny? Serkan, mein Schatz, hast du schon wieder los? Ja. Ich bin eigentlich in meinem Leben nicht so für Krupscherbildung, gell? Also, was ist denn da schon wieder los? Alles gut, mach dir keinen Kopf. Passiert heute noch was? Nein, chill einfach. Ne, also zwischen Verspielen und Verspielen ist auch wirklich nur ein ganz, ganz schmaler Grat. Ah, es ist eine gesunde Vorsicht, die Serkan hier walten lässt. Bei so vielen, wie hier Sarah und Serkan in die Gruppe holen wollen, hat sich das mit der Allianz eh bald erledigt, weil einfach die komplette Gruppe drin ist. Kommst du dann, Sarah? Wie nicht anders zu erwarten, tritt Matthias dem Geheimbund sofort bei und krönt sich auch direkt zum Paten. Langsam wird die Luft ja wirklich eng. Also es geht jetzt eigentlich darum, wir müssen uns jetzt hier nichts anmerken lassen. Bella hier wirklich Bella Mafia zu spielen. Ja. Keiner von uns will hier die Sala verlassen bei Zeiten. Ganz wichtig, dass wir jetzt anfangen, zusammenzuhalten. Das ist jetzt wirklich der Pakt der Teufelinnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich was mache, aber ich bin dabei. Der Matthias ist ein Fuchs und der hat wieder die Zügel in der Hand wie der Zirkusdirektor. Pakt der Teufel. So nennen sie es übrigens beim RTL, wenn sie feststellen, dass sie Team 5 in diesem Jahr noch in mindestens 3 weiteren Sendungen unterbringen müssen. Zügel in der Hand, um eine Gruppe zu lenken oder wie es Gloria von Prominent getrennt nennt, Zügel in die Hand, um Nico zu bestrafen, weil er ungefragt eine Freundschaftsanfrage einer Frau bei Instagram angenommen hat. Die anderen sind Idioten, die anderen gehen aufeinander los wie die Hyänen. Das Wichtigste für uns, wir müssen diese Neuankömmlinge überleben. Streut euch. Gott, sind wir. Wir sind. Darauf trinken wir, mein Schatz. Ja. So, ich glaube, wir sind eine sehr gute Allianz. Wir verstehen das Spiel. Leute, was ist hier los? Warum? So, Ruhe. Sowas? Keiner kann uns hier mehr f***en. Wir f***en die alle. Was machen wir da hinten noch? Keine Ahnung. Ja, Gruppenversammlung. Wir werden auch beobachtet. Die sind auch nicht blöd. Also, man kann nur hoffen, dass die Allianz ihre Stärken, keine Ahnung, in irgendeinem anderen Bereich hat. Konspiratives Vorgehen ist es jedenfalls nicht. Die verhalten sich einfach hier so unauffällig wie Nico Legert hinter einer geschlossenen Badezimmertür. Falls ihr das nicht gesehen habt, ist es wirklich die krasseste Folge Temptation Island bisher. 2x Betrug in der Dusche und was dann passiert, habe ich so noch nie gesehen. Ihr müsst hier für später reinklicken, unbedingt. Ich glaube schon, dass die auf jeden Fall sich abstimmen, wen die dann auch nominieren werden, um sich natürlich zu schützen. So, Achtung, Peggy kommt. So, Leute, was gibt's denn hier für Verbündungen? Was ist denn da los? Wir haben ein kleines Problem aktuell mit der Esserei. Ja, mit den Eiern. Zum Beispiel, also Thema Eier, weil Jay will die ganze Zeit diese fucking Eier. Jetzt mal ehrlich, keiner hat mehr Bock drauf. Haben Sie schon mal was von der goldenen Himbeere gehört? Nee. Die goldene Himbeere ist der Oscar für die erbärmlichste Leistung des Jahres. Es war halt sehr auffällig, ne? Wir müssen auch nachher nochmal die Starbucks vielleicht zusammengehen, was man vielleicht so zum Frühstück haben möchte. Aber ich glaube, es ist ganz gut übertüncht worden. Ich bin eine Zauberin. Ja, der Matthias, ne, hat hier so schnell umgeschwenkt und andere mit Eiern abgelenkt. Er hat schon sehr viel in der Beziehung mit Hubert gelernt. Na, weil die gucken, aber die wissen auch ganz genau, wie ich bin. Die wissen auch, dass ich die auf die Liste schmeiße. Und der hat mich auf den Klicker. Mich die ganze Zeit mit so einem Blick an, als ob die so eifersüchtig auf mich ist. Sowas habe ich noch nie erlebt. Findest du das? Ja. Jetzt muss man echt aufpassen, mit wem man sich verbündet und wem man wirklich systematisch, würde ich sagen, so nach und nach nach Hause schickt. Ja, ja. Dem Gegenüber ständig Misstrauen, Pläne schmieden und sich systematisch rausschmeißen. Und hier hat Matthias nur von seiner Ehe erzählt. Weiß Gott, was in der Sendung hier alles noch passiert. Für Bernd ist das hier übrigens besonders hart, das alles mitzusehen. Natürlich. Nicht mehr lange und er ist so am Boden zerstört, wie die Toningenieure von DSDS damals, die versuchen mussten, Millionen von Fernseher vor der Selbstzerstörung zu retten. Sag mal vor, du möchtest Respekt, ne? Und du musst aber Respekt auch zeugen können, dem anderen gegenüber. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Du kannst ja auch über mich denken, was du möchtest, verstehst du? Klatschen, wenn jemand gerade beleidigt und kritisiert wird und kurz vorm Rauschmiss ist, ist für mich pure Hetzerei. Sie muss sich ja rechtfertigen und steht sehr blöd da. Schade, dass du nicht einsiehst, dass die Hetzerei bei der letzten Stunde der Wahrheit, das war wirklich sehr hässlich, vor allem bei jemandem. Tut mir leid. Eva sieht ein, dass sie einen Fehler macht, aber will sich dafür so nicht entschuldigen.
bis man es ihr so richtig unter die Nase reibt. Und dann macht sie es halt, weil sie es einfach muss. Deswegen wollte ich jetzt auch einfach sagen. Einfach unnötig. So, und es ist scheiße gewesen, sorry. Der Streit zwischen Emmy und Eva zieht sich jetzt auch schon ganz schön lange. Heißt, in den nächsten Shows, in denen Eva ist, wird sie dann nicht mehr ständig über das Sommerhaus sprechen, sondern kann jetzt auch über den Streit mit Emmy reden. Ja, und auch wenn sie eine Entschuldigung von Eva fordert, so richtig passt das Emmy hier jetzt nicht in den Kram. Ein zu schnelles Konfro-Ende beendet ihre Sendezeit schneller als ein hier aus Versehen eingeschaltetes Mikro, das Konzert der Flippers. Bei diesem Strafspiel müsst ihr die Liebespartner von Prominenten an deren Zimmertüren pinnen, in der korrekten Reihenfolge. Lux ist für mich alles, also ich bin hier gerade ganz am Zittern. Verona Feldbusch, nee, Verona Kehrt heißt die jetzt, ne? Who are these people? Wir gucken uns das Spiel natürlich nur im Schnelldurchlauf an und nur die Highlights. Also auf die Schnelle viele gescheiterte Beziehungen zusammenpuzzeln. Das schafft RTL sonst nur auf dem Schollenfest bei Bauer sucht Frau. Nein, Jay Kahn war der Erste. Jay? Ich kenne ihren aktuellen Partner. Kennst du den? Ich kenne den, Eva. Ich habe den mal gedatet. Ach, ich auch. Was? Boah, seid ihr eklig. Bei mir war es ein Flirt, ne? Ich habe ihn halt ein paar Mal getroffen, aber es ist nie zu einem Date gekommen. Es war aber ein Flirt, mehr nicht. Wollte ich nie sagen, jetzt habe ich es getan. Sorry. Das ist so die Endstation. Sorry. Upsi, sorry, völlig aus Versehen ist mir das hier rausgerutscht. Ey, Leute, um hier Lenas aktuellen Freund in Schutz zu nehmen, spätestens seit Paul Janke wissen wir, dass es für Eva ein Flirt ist, wenn sich ein Typ zufälligerweise einfach in der gleichen Stadt befindet. Also die können ja ehrlich gesagt nur von Glück reden, dass nicht nach deinen Ex-Freundinnen von Ronald Schill gefragt wird. Erstens gibt es in Thailand gar nicht so viele Türen. Und zweitens müssten sie wahrscheinlich dann einfach Fotos von Damenfüßen sortieren. Ah, Max Renzi. Ah, okay. Sarah Connor, Gina Lisa, Jenny Elvers. Was hat denn der für Frauen gehabt, ey? Aber wer würde Olli Pocher f***en? Das will ich wissen. Bitte. Spätestens seit er die Bildschirmkontrolle gestartet hat, fragt sich das jeder, lieber Percy. Aber ja, bei der Schlagzahl an der Supermodels unter den Ex-Freundinnen fragt man sich tatsächlich, was finden die alle an Oliver Pocher so attraktiv? Es ist wie die Vorliebe von Temptation Island-Verführern zu beigen Hochwasserhosen. Absolut unerklärbar und unverständlich, aber bedingungslos vorhanden. Es müssen immer zwei Stars an der Sendezentrale sein. Ich liebe es jetzt schon. Bisschen so Kopfschmerzbildung. Ich hab echt Probleme damit. Ja. Ich habe mich tatsächlich schon für die Nachtschicht angeboten. Na, ein bisschen Pluspunkte zusammen, ne? Ich bin ja auch nicht blöd, ne? Mann, mir geht's nicht gut. Das belastet mich. Ich bin heute den ganzen Tag fertig. Wegen der Scheißkugel. Ich will das nicht. Das bin nicht ich. Dann lass das. Ich finde das echt nicht fair. Ich liebe es jetzt schon. Ich, wenn mich der Friseur nach der völlig verkackten Frisur fragt, wie ich es so finde. Ach Mensch, der Bernd, das ist auf jeden Fall nette. Er weint, weil es hier zur Grüppchenbildung kommt und ich kann es komplett nachvollziehen. So reagiere ich nämlich auch immer, wenn das jährliche Teambuilding im Büro angekündigt wird. Also es ist wirklich rührend, wie feindselig der Bernd hier ist, aber kurze Frage, hat er die Sendung mal zuvor gesehen? Bevor hier bei KDRS alle fair und offen spielen, verzichtet Kai Pflaume lieber auf TikTok-Kollabos mit den Elevator Boys. Nie, niemals. Und wenn es dann das ist, dass man halt hier so eine Gruppe jetzt bildet, dann ist es so. Im Endeffekt wird es zu einer Situation kommen, wo wir uns gegenseitig in die Pfanne hauen müssen. Und dann muss jeder auf seinen eigenen Arsch gucken. Und das ist auch okay so. Und das finde ich auch gerechtfertigt. Ab vorne rum so zu machen, als wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, verstehe ich. Hier wird gerade gelogen. Wenn man hier weiterkommen will, muss man vielleicht auch irgendwelche Register ziehen, die man sonst nicht macht. Und halt auch mal vielleicht das Ass aus dem Ärmel ziehen und auch vielleicht clever denken. Und das gehört zu diesem Spiel dazu. Genau die gleichen Gedanken schwirren auch durch Silvers Kopf hier. Also Silver von den Hot Bandidos, wenn er das letzte Stück Pizza haben möchte. Aber seine Freundin irgendwie Anzeichen macht, dass sie doch auch mal gerne ein Stück ab hätte. Ja, der Serkan, unser Superstratege, denkt wahrscheinlich wirklich, er habe hier alle durchschaut. Und dabei sind seine Sympathiepunkte hier so weit im Minus bei den Zuschauern, wie die Laune von unserer Lena Gerke nach dieser Folge. Wasche die ganze Zeit so jeden umarmen und dann wasche so genau, mal, guck mal, ich mag den Sascha total. Zum Beispiel, da geht schon los. Ja. Ich mag auch die Peggy, aber ich möchte, wenn ich ihr die Stimme gebe, dann möchte ich das entscheiden. Die Sarah will jetzt gerade ihren Arsch retten. Ich habe keine Lust auf so Allianzen, wo jemand versucht, hier seinen Arsch zu retten, weil er weiß, dass der im Grund liegt und andere Leute damit reinzieht. Sie hat nämlich Angst, dass die Peggy sie rausschmeißt. Und deswegen will sie, dass die morgen gewählt wird. Ich mache mein eigenes Ding und fertig. Alles klar. Also kaum ist die Allianz geschmiedet,
ist hier auch schon wieder verworfen. Gut, ne, mit Sarah und Matthias in einer Gruppe war eigentlich klar, dass dieses Bündnis maximal so lange hält wie eine durchschnittliche Beziehung von Calvin Kleinen. Nein, der Matthias macht sich nicht die Hände schmutzig. Viel lieber stichelt er gegen andere und zieht sich dann raus, bevor es ungut wird. Er ist wie der eine in der Gruppenarbeit, der beim Vortrag nur die Einleitung präsentiert hat und danach PowerPoint gesteuert hat. Wollen wir uns da hinten hinsetzen? Ja, sehr gern. Ich will mal ein bisschen noch aufs Meer gucken. Das mache ich auch gern. Heute fühle ich mich so ein bisschen gemischt, sag ich mal. Aber gibt es irgendwie, musst du jetzt auch nicht aussprechen, wo du unsicher bist ein bisschen? Natürlich. Ich glaube, man wird mich jetzt wählen heute. Ja. Kannst nicht einschätzen. Ich bin mir sicher, dass Peggy mich nominiert. Einen Affen, einen Rapper brauchen wir jetzt nicht mehr für die letzten drei Folgen. Das ist ja für mich das Schlimmste, ich hasse das. Es hat nichts mit Sarah persönlich zu tun, dass Peggy sie nicht mag. Leider hat Peggy seit ihrer Trennung von Steff irgendwas gegen große Blondinen mit seltsamer Frisur. Jetzt hätte ich eine Frage. Schafft es Sarah eigentlich mal, nur ein einziges Gespräch nach ein, zwei Sätzen nicht komplett auf sich zu lenken? Nein. Ich meine, mir ziemlich sicher zu sein, dass die Peggy über mich hier Stimmung gemacht hat. Ey, sag mal, ist das meine Flasche, die da steht? Das ist meine. Okay. Mittlerweile sehr anstrengend mit Sarah. Noch fadenscheiniger spioniert nur Eva den Paul Janke aus, wenn sie ihm zum Abschied eine Kette mit integrierten Peilsender schenkt. Wer falsch antwortet, sinkt ein Stück dem Schleim entgegen. Beim dritten Fehler fällt er in die Pampe. Boah. Welcher Titel spielt, wenn man den Sänger Glauben schenken darf auf seine Position an? Ich sag jetzt einfach The Ring of Fire. Den Ring of Fire. Falsch. Welchen Beruf erlernt jemand, der Montessori-Training erhält? Ach, der Pilot. Falsch. Ah, ey, hör auf! Ah! Oh mein Gott! Ah! Jetzt geht's darum, wer sich safen kann. Wir gucken uns natürlich nur die Highlights an. Ne, Matthias' Geschrei kann einem schon auf die Nerven gehen. Aber die Kandidaten hören sich das lieber an, als Sarah auch nur ein einziges Mal noch rappen zu hören. Wir stellen uns jetzt mal lieber nicht vor, wie diese Stellung bitte aussehen soll. Ring of Fire klingt ehrlich gesagt auch eher nach einer ärztlichen Diagnose, nach einer Party auf Love Island. Die Dinosaurier lebten A. in der Kreide, B. knietief im Dispo, C. auf Pump oder D mit Schulden. Ich nehm B. Leider falsch, meine Liebe. Ich hatte diese ganze Schnodder, in der ich reingeflogen bin, hatte ich komplett in meinem Hirn drin. Was viele nicht wissen, RTL hat tatsächlich mal ein Wer wird Millionär-Spezial mit Reality-Kandidaten angefangen zu produzieren. Aber als es dann halt keiner geschafft hat, nach zwei Stunden durch die Vorrunde zu kommen, haben sie es genervt aufgegeben. Schmodder im Gehirn. Genau das Gefühl hatte ich zuletzt beim Gucken von Dubai Diaries auf RTL Plus. Wer komponiert eine kleine Nachtmusik? Beethoven. Falsch. Zum Wichtspiel, echt. Oh. Kann ich ein Handtuch haben, bitte? Ich hab's in den Wimpern und Augen. Moment mal, erstmal mache ich meine Augen, ja? Mich interessiert das Mikro gerade gar nicht, sorry. Nochmal. Nicht sympathisch. Und die finde ich auch nicht. Eva geht doch nicht mit den Menschen so um. Ich habe heute gemerkt, dass Eva definitiv eine andere Seite hat. Kannst du nicht mit, also sorry, die bringt dir ein Handtuch und du machst die total blöd an. Das sagt alles aus über einen Menschen, denn das macht man nicht. Ich mag das nicht, hör auf, bitte. Oh je, sie hat offenbar den Umgang mit richtig arbeitenden Menschen hier am Set im Workshop von Markus Majowski gelernt. Du kriegst eine Anzeige von mir, los! Und schon wieder Leute hier, Bernd fällt mir immer positiver auf. Wenn die anderen künftig auf irgendeine Entscheidung von Eva warten, dann einfach das machen, was am dümmsten ist. Das kommt genau aufs Gleiche raus. Welches der folgenden Jahre ist ein Schaltjahr? Und dann kommt die falsche Frage, dann kommt eine Frage über Schaltjahre. Wen zum Teufel interessieren Schaltjahre? Kein Mensch braucht Schaltjahre. Mann! Komm, Antwort B ist scheißegal. Der ist so reingeflogen. Ich freue mich auch. Wir haben uns gesaved. Matthias ist kopfüber in einen Teich aus Schleim gefallen. Oder wie es bei Markus Lanz heißt, die jährlichen Gehaltsverhandlungen stehen an. Das ist merkwürdig, dabei müsste sich Matthias ja sehr über die Schaltjahre freuen. Dadurch hat er doch alle vier Jahre einen Tag länger Zeit, die Auffahrt von Desiree Nick zu kärchern und ihre Wäsche zu machen. Sarah wird auch Sascha und Jess nehmen. Und sie meinte, dass wir alle das Gleiche nehmen sollen. Ja, weil sie ihren eigenen Arsch hätten. Sarah kommt. Ich sag ganz ehrlich, wenn der Sascha drin bleibt, dann wird das für dich auch eine Konkurrenz werden, weil er ist einfach echt stark. Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Wen willst du denn nehmen? Ich weiß es noch nicht. Wenn du Sascha nimmst, schützt du uns auch, ne? Und da wird vielleicht auch der Moment kommen, wo wir dich beschützen.
Sarah kann einen zumindest mal vor der Wahl eines beschissenen Filmes schützen. Einfach irgendeinen auswählen, der nicht in ihrer Vita steht. Kathi hat den Autopiloten aktiviert. Los geht's. Reality-Gott, wenn er weiß, was gut ist, dann lässt er mich hier drin. Aber hier geht's nicht um Schnelligkeit, sondern um die beste Performance. Nico wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Sala zurückkommen. Peggy. Vertraust du deinen Mitstreitern oder hast du Zweifel? Sagen wir mal so, ich vertraue nicht jedem. Ah, blöd wäre Serkan, wenn er jetzt hier an den Reality-Gott appelliert, dass er noch drinbleiben kann. Kaderlot hat nämlich überhaupt gar keine Ahnung, wer Serkan ist. Oh, also hier geht jemand richtig der Arsch auf Grundeis. Da sieht jetzt jemand schon so aus wie wir, wenn in Trash-TV-Sendungen die Briefe von zu Hause angekündigt werden. Sarah, hast du hier eine Strategie und Verbündete? Hier kämpft irgendwie jeder auch für sich. Das ist auch völlig okay. Annette und Lukas, bitte kommt zu mir nach vorne. Begründet eure Rauswahl. Das wusste ich, dass die anfassen. Ich gehe jetzt. Liebe Jess, und deswegen haben wir uns für dich entschieden. Krass, ich bin so überraschend. Nee. Jetzt seid ihr als Gruppe dran. Leider muss Jess die Sala verlassen. Was ist das? Man munkelt, Nico hätte Aneta und den Lukas bestochen, sie rauszuschmeißen, dass er sich im Hotel doch noch an sie ranschmeißen kann. Jess ist raus, aber überhaupt gar keine Sorge. Sie arbeitet weiterhin mit der Presse zusammen. Sie liebt nämlich Orangensaft, soweit ich weiß. Eva, der Verhalte fand ich heute wirklich nicht richtig. Deswegen kriegst du heute von mir die Münze. Jetzt ist hier Feierabend. Allerdings ist die Person anders zu mir geworden, als sie vorher war. Sascha. Sarah ist für dich. Es sind natürlich Leute safe, die ich gerne gewählt hätte. Sascha. Ich bin sehr einverstanden damit, dass der Bernd die Eva für ihr Verhalten gegenüber der Mitarbeiterin abstraft. Jetzt ist hier Feierabend. Wenn ich nach der ersten geschriebenen Mail des Tages mit der Kaffeetasse zum Klatsch ins Nachbarbüro rübergehe. Sascha. Sarah. Also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr unehrlich von dir, weil du hast mich ja auch immer freundlich behandelt und wolltest mit mir... Sarah, du hast mich doch auch gewählt. Wir müssen jetzt nicht eine Stunde diskutieren. Ich würde dich gerne noch mal dazu fragen, aber dann schaffen wir das jetzt nicht hier. Eva. Bernd, das ist für mich eine absolute Enttäuschung. Aber ich wähle heute den Sascha. Sarah. Sascha. Sarah, ich freue mich auf eine tolle Diskussion mit dir. Na, wer lacht denn hier und hat Eva genau wegen sowas in der vergangenen Folge Hetze unterstellt? Sarah muss hier einfach bleiben. Wie sie sich einfach unter den anderen Reality-Profis immer mehr in die Scheiße reitet. Dabei zuzugucken ist so faszinierend, wie wenn Tarzan sich von Ast zu Ast hangelt. Nur, dass der weniger oft daneben greift. Was ist mit dir los? Du laberst mich eben gerade schon wieder voll. Was soll das jedes Mal? Hey, hat eine Show. Hm? Du bist Show mittlerweile. Hey, Agrobraut, halt den Mund! Da Nico aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, dürft ihr beide, Sascha und Sarah, weiter um den Sieg bei Kampf der Reality Stars kämpfen. Bitte schön. Ja, doch klar. Ist jetzt niemand gegangen? Nur Jesse. Ach, Karlsruhe. Sehr statistisch, wie RTL 2 sich alle hier gegenseitig zerfleischen lässt, obwohl niemand gehen muss. Ja, schön mit dem Hassobjekt weiter wohnen müssen. Das fühlen ja auch Verena Kehrt und Mark Terenzi, wenn sie nach dem Exklusiv-Pärchendreh wieder zurück in die eigene Wohnung müssen. Die Stimmung kippt. Lieben wir deswegen unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen, dann verpasst ihr nichts. Wenn euch mein Video gefallen hat, ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Die ganze Folge gibt's übrigens bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Was war das bitte für eine arschige Aktion von Eva? Das gibt's doch nicht, oder? Hier, freue mich sehr auf eure Kommentare. Serkan hat vergangene Woche den Zuschauerliebling rausgeekelt und der Streit von Eva und Emmy ist komplett eskaliert. Zweimal Betrug bei Temptation Island und was dann noch passiert, es ist unglaublich und ich habe sowas noch nie gesehen. Ihr müsst hier reinklicken. Also, dann sehen wir uns gleich hier.